So, Freunde, willkommen jetzt hier zur, ja, eigentlich ersten Folge. Naja, wir hatten halt schon ein Eröffnungsspiel mit dem Vini. Also ich gegen Vini, da hatten wir uns ja beide mit Blublub Zack gebattelt. Und ja, jetzt ist das erste Mal, dass ich ein 1-on-1 habe gegen einen Abonnenten. Das ist diesmal Paro O'Meltic. Und ich weiß nicht, seinen alten Namen fand ich auf jeden Fall geiler. Ich kenne ihn ja sozusagen als, Galinator. Oder Gainator, keine Ahnung. Ich ärgere ihn da gerne ein bisschen mit. Und ja, so, wir werden heute Nidalee vs. Rumble zocken. Und ja, dann müssen wir mal ganz gucken, was wir uns da überhaupt kaufen. Nidalee haben wir ja im gegnerischen. Das heißt, ja, Boots nehmen wir auf jeden Fall uns mit. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe schon länger jetzt kein Rumble mehr gezockt. Dann bauen wir es mal lieber ein bisschen hin auf Leben. Und holen uns die restliche Scheiße mit Health Potion. Habe jetzt hier sogar noch einen vierten bekommen, weil ich noch ein bisschen in der Base gechillt habe. Einmal alle Spells durchskillen. So. Ja, ich denke mal, die Nidalee wird auch wahrscheinlich auf AP zocken. Oh, da kommt schon der erste Speer aus dem Gebüsch. Und ja, genau, sie hat eine Träne, also wird sie wohl im Early Game eher schön hier erstmal den Rücken fahren. Baue da schon mal ein bisschen Druck auf und dann kommt gleich wieder der Speer. So, mal schauen, wie das Ganze hier wird. Ich muss echt sagen, Rumble bin ich echt ein bisschen draußen. Ich muss zusehen, dass ich, ja, immer gut rankomme, denn ich werde auch andererseits wieder Probleme haben, sie zu verfolgen. Wenn sie erstmal ihre Katze hat, dann hüpft sie mir sozusagen immer permanent sofort weg. Und damit geht das Ganze auch nicht viel besser. Was ganz gut ist gegen Nidalee, dass ich ihre Speere einigermaßen mit meinem Schild dodgen kann, sozusagen. Also kann ich einigermaßen gut wegdenken. Ja, das Telefon klingelt und ich hasse es. Immer wenn ich Aufnahmen machen muss, ist hier genau neben mir Leuten. So, ich bin ja schon sehr, sehr gespannt, wenn das dann gleich für die Zeit kommt. Eigentlich habe ich dann ja sozusagen erst den Vorteil, wenn sie, oder ja, wenn die Nidalee in die Katze reingeht. Denn dann wird sie eigentlich erst sozusagen zum Midi. Und davor muss ich ja eigentlich eher die ganze Zeit, ja, ich derjenige sein, der da ranlaufen muss. Und das ist ja extrem nervig eigentlich. So, muss ich natürlich aufpassen, dass sie mich da jetzt nicht unter dem Tower, ja, dass ich sie nicht unter dem Tower wegbrutze. Sodass dann irgendwie ich die Tower-Akku bekomme. Das wäre ziemlich gemein. Aber es scheint wohl nicht dieser Fall zu sein. So, Lars sitzt technisch 11, ich. Unser Gay hat 9. Können wir erst Angriff machen, genau. Glück gehabt, dass der gerade wieder mein Schild aktiviert hat. Oh, andauernd diese Speere. Treffen eigentlich auch echt ganz gut. Ich muss ja sagen, ich habe noch Glück, dass er noch nicht viel AP besitzt. Come on. Überall hier alles voll gepilzt. Nein, nicht gepilzt, aber mit ihren Fallen alles hier voll. Na gut, ich würde sagen, ich warte ein bisschen, bis ich jetzt Level 6 auch hat. Oh ja, das war gut. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Schön, und da kommt, Alter, war das heftig viel Damage. Perfekt, also mehr Glück hätte ich an der Stelle nicht haben können, dass ich da genau er in meiner Ulti stand, ich genau im richtigen Moment meine Überladung bekomme. Alter Schwede, das war lucky und ja. Wen nennst du hier klein? Ah, ich. Jetzt wird gekocht. So. Wer will eine Ladung? Überlege ich gerade, ob ich mein Schild jetzt eher mehr skinnen soll oder mein E für den weiteren Slow und mehr Damage. Das belastet beim Schild, ja.
So, da hat sich die Nidalee erstmal Magic Business gekauft, noch weiteres Mana. Auf jeden Fall sehr asozial. Gegen Rumble Magic Business ist auf jeden Fall schon ja, sehr stark. Werde ich gleich merken, dass ich nur noch ganz wenig Damage da machen werde. So, und ja, ich denke mal, es wird jetzt einfach sein, dass ich weiß noch nicht, wie ich das in Hand habe, weil ich denke mal, die Anfrage ziemlich groß sein wird. Die Anfrage ziemlich groß sein wird, dass Leute mit mir zocken wollen. Und ich glaube, am Anfang wird es auf jeden Fall erstmal so sein, dass ich euch kontaktiere, weil irgendwie ist schon ein bisschen... Wenn jetzt gleich auch alle, ich einmal nur eine Runde zocke und dann kommen sie gleich alle an von wegen dann könnte das echt schon ganz lästig sein. Und ja, deswegen ist mir das am Anfang erstmal lieber. Ich muss mir das Konzept auch noch irgendwie bis zu Ende ausdenken. Ich meine, wir machen jetzt hier gerade ohne Skype, da ich einfach auch ein bisschen so Fehler und gute Aktionen kommentieren wollte. Oder auch vor allem Pläne von mir. Problem ist mal dabei, wenn wir halt dabei skypen, dann kann ich ja schlecht sagen, was ich hier gleich vorhab. Ja, denn sonst verrate ich alles. Aber ich denke mal, man kann das eigentlich auch mal ganz gut so machen, dass man einfach auch mal zusammen skypt. Und ja. Kann man sich da auch ein bisschen mal absprechen, gegenseitig loben. Ist halt natürlich auch wieder ein Nachteil, dass wenn ich ihn dann total voll laber, die ganze Zeit, mit dem ganzen Kram, den ich hier kommentiere, und er weiß nicht, er ist da total konzentriert. Seiner Seite. Ich würde sagen, das ist einfach so eine Geschmackssache, da kann man sich mal dann drauf einigen. Ich fresse hier ehrlich gesagt immer ein paar viele von den Speeren. Kommen wir eigentlich auch mal noch wieder ganz gut dann wieder zum Leben. Aber Nidalee hat natürlich den, ja, den großen Vorteil, dass sie da den starken Selfie hat, den ich natürlich jetzt hier nicht habe. Gut, los geht's. Gold, das habe ich auf jeden Fall. Bam. So, und die Träne, ja, schon 300, na, 84 Aufladung, also fast fertig das Ding. So, jetzt habe ich erstmal die eine Falle dann schärfen. Ganz ehrlich, entschärfe ich noch. Nein, egal. Lass mich jetzt nicht im Stich. Eigentlich wollte ich sie beide gleichzeitig entschärfen, also einmal durch beide gleichzeitig durchlaufen, damit ich weniger Damage bekomme. Wen hältst du hier klein? Ja, mit dem Kätzchen kommt er immer nicht so richtig an mich ran. Der Speer war knapp. Ah, hier oben ist alles voll. Alles voll geplantet. Ah, ist ganz praktisch, wenn ich mal einfach ja, genau im richtigen Moment mein Schild aktiviere, damit kann ich echt dann ihre Sperre ganz gut countern. Wen hältst du hier klein? Aua. Ganz ruhig. Aua, da war die Barriere draußen. Mir die Barriere geanbockt. Du mir nicht zweimal sagen. Ja, das Einzige, was ich echt die ganze Zeit machen kann, ist, ich sagen nur, was diese scheiß Tricks hier jetzt da. Ja, das ist sozusagen meine einzige Quelle, um wieder an ein paar Lebenspunkte zu kommen. Gut, los geht's.
ich mal gleich, wenn ich sterbe, wird auch mein Tower bekommen. Das steht schon mal fest. Und ja, ich bin wieder so gut wie low jetzt hier. Fast so gut wie down. Und er halt immer wieder mit seinem Safe hier ist jetzt, bei... Machen wir das beide durch da. Also auf jeden Fall gut defensiv das Ganze. Dass ich schon mal First Blood bekommen hat, freut mich natürlich. Und das hat ja natürlich auch nicht was mit der Psyche zu tun. Alter! Wieso macht er die Ulti nicht? Wieso hat er die Ulti nicht gemacht? Wie meine Ulti spackt, ja richtig. Nein, meine Ulti hat sie irgendwie übelst gerade aufgehängt oder so. Ich weiß es auch nicht genau. War auf jeden Fall richtig hässlich gerade, was da abgeht. Na gut, dann müssen wir uns jetzt natürlich beeilen, schnell neue Items kaufen. Denn unser Freund nutzt es natürlich gleich aus, um da jetzt weiter den ganzen Kram niederzureißen. Wir gucken auch gar nicht hin. Wir sind dann in unserem Element vertieft. Und der Tower down. Ah, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Wobei. Naja, wo so knapp auch wieder nicht. Oh doch, das war doch ein bisschen zu knapp. Alter, ich komme echt nicht auf die Ulti klar. Wieso spackt? Ich kann die Ulti nicht aktivieren. Was für eine Scheiße! Wie kriege ich die Ulti nicht hin? Ich glaube, ich bin zu blöd, die auf Smartcast zu aktivieren. Dann stellen wir es mal ganz kurz um hier. Mein lieber Scholli. Das sind ja Fehler, da hätte ich jetzt easy an sich den Kill haben können. Aber im Endeffekt habe ich jetzt hier einen Scheißdreck bekommen. So, und hier wieder gesteelt. Noch nachgebrannt. 75 zu 74. Oh, die Nila, die hat auch wirklich extrem aufgeholt, weil sie fast farm ist gleich auf. Ah, mal wieder so ein bisschen weggefackelt. Ist gut, dann haut es natürlich nochmal ganz gut Damage rein von meinem anderen Spell. Ich würde sagen, zwei Schadensquellen. Ja, und so mittlerweile dränge ich ihn aber auch immer weiter da zurück. Sprich, ich bin jetzt hier die ganze Zeit immer am Tower farm. Muss natürlich da aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu viel Damage reinbekomme. Der Tower will aber nicht. Ja, wieder meine Überladung hier. Jetzt konnte ich wieder nicht meine Ulti aktivieren. Aber ich glaube, die Tower kriege ich jetzt, ne? Ehrlich gesagt, ich könnte ihn jetzt auch versuchen, mit all meinen Spells niederzubürsten. Da bin ich gerade noch ein bisschen der defensive Spieler. Ich will nämlich hier keinen großen Fehler begehen. Ah, das ist länger, ich auch warte. Desto länger dauert das Ganze da oben. Oh mein Gott, ist der low. Okay, meine ganzen Spells dafür, dass er seinen Tower verloren hat, ist auf jeden Fall doch
guter Tausch, ein guter Trade. Aber dafür, dass ich echt viele Tauhölzer genascht. Solange er da jetzt, ich wollte gerade sagen, dann zieh mich doch nochmal schnell zurück. So, dann werde ich ihm jetzt einmal ein bisschen Raum geben. Ich werde einmal ganz jetzt hier die ganzen Kack wieder abfahren. Damit ich wieder meine nötigen Leben habe, denn er hat ja den Safe hier, der mir fehlt. Und ja, so lasse ich die Lane einfach mal ein bisschen pushen. Ich habe ja ohne Probleme, kann ich die gleich wieder komplett wieder zurückpushen. Und ja, da hat er eher ein bisschen mehr Probleme im Mana-Technisch mittlerweile jetzt schon. Da wieder aufzukommen. Ich habe jetzt hier den Vorteil, dass ich so schnell bin. Dann lasse ich ihn jetzt hier auch nicht mehr raus. Oh ja, oh. Hu. Knapp, Ulti ist ready. Das war, habe ich auch gerade eben gesehen, aber das war wieder das Problem, dass der Horror im Weg war. Das Gute ist einfach ganz halt, dass Nidalee jetzt so oben ist, obwohl sie eine Träne hat und echt viel Mana, aber trotzdem hat sie echt gerade dicke Mana-Probleme. Und das ist eigentlich mein Vorteil, denn ja, dann kann sie nicht mehr so heftig ihre Speere spammen. Und ihr fehlt einfach das Mana für den Safe hier. Mit gut Glück kann ich jetzt vielleicht hier gleich den nächsten Tower niederreißen. Ah, Nashi aber wieder ein bisschen. Ich muss, wie gesagt, immer weiter zusehen, dass ich ihm unterm Tower mehr Schaden zufüge als, ja, eher mir. Oh ja, und da habe ich ihn jetzt wieder. Da ist es perfekt, da habe ich ihn wieder in meiner Seite. Und ich glaube mal, er wird jetzt den... Ah, nein. Schön eigentlich. Oh Mann. Ja, da begeht er den Suizid, um auf jeden Fall auch jetzt zu kaufen. Hat er schön gemacht auf jeden Fall, dass er da noch schnell... mein Eintauer niedergestreckt hat. So, schnell hier weg, neue Minion Wave ran und dann 20 Sekunden habe ich Zeit, den Tower niederzureißen. Das müsste reichen, das müsste dicke reichen. Naja, vielleicht auch nicht ganz so dicke. Shit! All meine Spells da geused, um so möglichst viel Damage drauf zu machen. Aber jetzt hat es noch nicht mehr ausgereicht, um den Tower doch nicht hier zu strecken. Hat sich jetzt hier den Hex-Trinker zu Ende gekauft, also... Das musst du mir nicht zweimal sagen. Gute Items jetzt hier am Start von ihm. Da fand ich, war ganz gut gespielt von mir. Und da kommt der Speer. Ah, nochmal den letzten hier gehabt. Da lack ich mich echt jetzt hier ganz gut durch. Nidalee hat natürlich jetzt wieder Zeit und jetzt wird sie an der Reihe sein zu farmen. Jetzt bin ich wieder derjenige, der 4K Leben ergeutert. Und das ist eigentlich auch jetzt mal extrem dringend, dass ich auch mal vielleicht mal wieder gleich die Möglichkeit habe einzukaufen. Ein weiterer Speer würde... Ja, genau. Das, was ich gerade sagen wollte. Ein weiterer Speer genügt, um mich jetzt hier komplett auszuschalten. Problem ist ja, er ist jetzt hier am letzten Tower und jetzt hat er hier deutlich die Zeit, der Gaylord, um jetzt hier den ganzen Tower niederzureißen. Ja, one-hit deinen nächsten Speer, um so möglichst viel Schaden auszurichten, wie es nur geht. Und mein Inhibitor ist frei und den wird er jetzt wahrscheinlich auch gleich niederreißen. Ich kaufe in der Zwischenzeit mal schnell neue Items und werde mich jetzt auch mal ein bisschen gegen rüsten, dass er mir da andauernd so zusetzt. Noch ein bisschen, ja, jetzt habe ich eigentlich perfekte Items, also damit bin ich eigentlich mehr zufrieden. So, Inhibitor ist down. Die Türme kriegt er auf gar keinen Fall mehr, das ist klar, aber trotzdem, Inhibitor ist down und das reicht schon. So, jetzt habe ich noch schon wichtig die Boots, um noch ein bisschen da durch seine Magic Resist durchzukommen.
Hab jetzt auch selber noch ein bisschen Magic Resist gekauft, um da gut gegen ihn zu bestehen. Ich denke mal, ja, jetzt kommen jetzt hier die ersten dicken Minions. Die ignorieren wir auch erstmal so fürs Erste. Wir fahren das erstmal alles hier. Genau, ganz ruhig halten. Wir sehen erstmal nur zu. Na, der hätte nicht treffen dürfen. Wer will eine Ladung? Ah, mit den dicken Minions hier. Aufgedreht. Ist ja nicht so, dass der ganz gut nervig ist. Gut, los geht's. Echte Schwachstelle mit den Minions. Bis mein Inhibitor da respawned ist, dauert. Jetzt wird gekocht. Ah, der Mini muss einfach mal von irgendwas anderem da getankt. Das geht ja mal gar nicht klar. Und, komm schon. Noch mal den Q. Perfekt. Perfekt mit meiner Passive da. Da habe ich schon gedacht, jetzt fehlt mir der Damage an der Stelle. Hat aber auch auf jeden Fall auch heftig rausgekotzt. Also wir haben beide jetzt ganz gut da reingedrückt. So, jetzt brauchen wir uns jetzt hier nicht sterben an der Stelle. So, und jetzt ist es meine Zeit zu pushen. Naja, 21 Sekunden, das heißt, das ist eigentlich gar nichts. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht eher schon fast aus, dass ich jetzt hier gleich sterben werde, weil ich gar kein Leben habe. Und er mich dann einfach enden kann. Da er hier die ganze Zeit super Minions hat. Also, wenn ich jetzt den nächsten Teamfight verliere, also den nächsten Kampf generell einfach, dann denke ich, wird das hier nicht mehr lange dauern. Weil ich einfach absolut nichts tun kann hier. Immer nur diese Viecher da beseitigen. Das ist eigentlich alles. So, ja, wieder ein bisschen was gegeben, aber es reicht einfach nicht. Vielleicht sollte ich jetzt einfach nur versuchen, ihn mit meinem E zu harassen. Auf den direkten Kampf kann ich mir eigentlich kaum einlassen, merke ich gerade. Wen nennst du hier klein? Es wird allerhöchste Zeit, dass man Inhibitor mal langsam respawnt. Und ich denke mal, ich sollte es halt auch noch so zocken, dass ich ja, darauf warte. Bis. Oh mein Gott! Freunde. Mein Lifesteal fehlt irgendwie. Mein Zaubervampir. Fehlt mir hier ganz klar. Er ist hier sogar fast noch ein Rabadon, zum Glück habe ich ihn nicht ganz zu Ende gekauft bekommen. Oh, und da streckt er meinen Tower schon halt nieder. Heftig. Sieht man mal, wie viel Damage der so ein Superweiser macht. Mein Inhibitor wird gleich wieder aufgebaut. Sehr gute Nachricht. So will ich das hören. Wieder 2700 Gold. Alter, das ist jetzt hier das Game. Da ist er wieder ab. Nein! Überladung, 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 sage ich nur.
Meine Fresse war das knapp. Meine Fresse war das knapp. Und ich würde sagen, da geht die erste Runde an Paranormality. Ich denke mir an Paranormal Activity. Ja. Ah, da freut er sich natürlich. Genau, da kommt der Speer und Super Minion endet das ja jetzt auch schon fast solo. Tja, ich kann natürlich jetzt hier noch was kaufen, aber das wird auch nichts mehr bringen. Ne, da nichts mehr zu machen. Auf jeden Fall GG, well played. Problem war einfach, dass ich da in dem falschen Moment meine Überladung hatte, sodass ich mir kein Schild mehr draufhauen konnte und damit, ja, habe ich einfach zu wenig Damage im Endeffekt abgefangen. Dumm gelaufen auf jeden Fall. Gut gekämpft von unserem Nidalee und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Runde, wenn es wieder heißt 101 gegen den Nick. Und ja, bye bye Freunde, haut rein.